dazu. Ja, das ist richtig, Wintercamping jetzt. Ne? Palmen und der Schnee gucken wir uns vielleicht an. Ja. Hat schon was. Hat nicht jeder. Nee, bei uns wachsen die Palmen im Schnee. Hier, genau, ne? Genau. Gunnar Lange hat seinen Campingpark im Ostseebad Kühlungsborn das ganze Jahr über geöffnet. Wir haben noch Gäste da, aber natürlich durch das Wetter ist es ein bisschen schwierig, diese spontanen Gäste, dass sie jetzt uns anfahren gerade. Das hat ja ganz schön umgeschlagen auf einmal und hat natürlich unsere Bauarbeiten hier natürlich auch doll behindert jetzt und eingeschränkt, auch bis zum Stillstand sogar. Und ja, hoffen wir, dass das Wetter wieder besser wird, dass wir weitermachen können, ne? Und uns wieder ein paar mehr Gäste. Aber man sieht ja im Hintergrund, ein paar besuchen uns, sind oben in der Sauna. Ich habe gesehen, die lassen sich es trotzdem gut gehen, ne? Unser Chef versucht schon seit 2 Jahren, hier Platz zu bekommen. Es ist immer ausgebucht. So, wir können hier hoch. In wenigen Tagen soll der neue Spielplatz fertig sein. Da müssen wir uns erstmal durchkämpfen durch unseren eingeschneiten Spielplatz hier. Ausgerechnet heute hat die Spielplatzfirma ihre Projektleiterin geschickt. Und jetzt geht es noch mal darum, das noch mal so ein bisschen zu erweitern. Einen kleinen Zaun, wo wir uns schon abgesprochen haben, dass wir hier vorne noch mal ein Stückchen setzen. Müssen wir mal gucken. Genau. Vielleicht so 5 Meter, dass ich da 2 Bänke noch hinstellen kann, dass wir die Abstandsflächen halten. Und das würde ich auch gerne zum Italiener oben, zum Restaurant gerne auch noch mal haben. Genau. Rückblende. Vor gerade mal 3 Wochen reißen sie die alten Rutschen samt Spielturm ab. Die Fundamente stammen noch aus DDR-Zeiten. Wir bauen ja was Neues, Schickes jetzt hierher. Was fürs Auge. Wenn die Gäste nächste Saison kommen oder zu Weihnachten schon. Boah, was habt ihr denn hier wieder gemacht? Ja. Sowas planen wir ja auch schon 2-3 Jahre vorher. Dann wird dieser Bereich gesperrt halt. Und die sind jetzt hinten im Wellnessbereich da hinten und ja, genießen da ihre Zeit. Und das ist so weit weg, dass die das jetzt hier gar nicht hören. So laut ist die Technik ja auch nicht. Ist nur Folie unter. Im Sommer wird der Campingpark zur Kleinstadt. 2500 Leute sind da auf dem Platz. Jetzt im Winter immerhin 150. Moin. Na, wo soll es hingehen bei euch? Auf welchen Platz? AR32. Alles klar, bring ich euch hin. Fahrt ihr mir einmal hinterher, ne? Ja. Subi. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, wir wollten eigentlich wieder nach Spanien, aber das hat nicht geklappt, aus welchen Gründen noch immer. Dann haben wir gesagt, dann fahren wir wenigstens mal 10 Tage ein bisschen an die Ostsee und ja, lassen uns den Wind um die Nase wehen. Und ja, wir waren jetzt in Albeck, in Stralsund und jetzt sind wir hier. Vielleicht schaffen wir noch nach Hamburg. Jetzt ist nur ein Teil des Campingparks geöffnet. Der mit den befestigten Stellplätzen. Aus Berlin kommen die beiden, aus Spandau. Seit 33 Jahren waren sie nicht mehr hier. Ihr habt da noch so eine kleine Versorgungssäule stehen. Da habt ihr vorne den Frischwasseranschluss und hinten Strom- und TV-Anschluss. TV auch. Na gut, wir machen ja unser eigenes TV. Ja, dann fahre ich einfach hier so rein. Genau. Tür nach da. Ja, dann habt ihr auch den ganzen Tag die Sonne vor der Tür. Kommt den ganzen Tag von Süden. Die Sonne ist gut. wenn sie denn kommt. Ich drücke euch die Daumen. Ihr Stellplatz liegt günstig. Direkt bei den Duschen. Passt. Ja, passt, oder? Große Ansprüche an den Platz haben sie sonst nicht. Ich habe nur gesagt, ich möchte Platz mit Satellitenempfang. Ist ja hier bei den Bäumen nicht so ganz selbstverständlich. Mal gucken, wo hat er den Strom? Seit 45 Jahren campen die beiden schon. Und genau deshalb haben sie so viel von der Welt gesehen. Mai, Juni waren wir fast 4 Wochen in Skandinavien. Ja, also wir sind hier Rostock, Rakeca und dann ein paar Dänemark und Stockholm. Da muss ich hin. Wir waren sogar mit dem Campingwagen gemietet und dann sind wir Australien, Neuseeland, wo waren wir mit dem Camping? USA? Ja, Amerika. Also. Und fast ganz Europa. Ja. Strom ist dran und das ist es eigentlich schon. Meistens brauche ich nicht großartig vorzubuchen. Und wenn ich sage, okay, hier ist schön, dann bleibe ich eben ein paar Tage länger. Und wenn ich sage, ach nö, das behagt mir hier nicht, dann kann ich auch am nächsten Tag weiterfahren. Aber wenn man das schon
jahrzehntelang macht, dann haben sie auch eine Routine letztendlich. Ne? Wir sind ein eingespieltes Team. Und eine Winterpause kommt für sie gar nicht in Frage. Dann mache ich noch ein bisschen die Heizung schon mal an. Ne? Ja, mach mal an. Ja, das ist sozusagen unser Wohnbereich, wenn man so sagen will. Da oben, da ist ein Doppelbett drin. Dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, das sozusagen zu überbrücken. Abends beim Fernsehen kann man sich's gemütlich machen. Hier hole ich den Fernseher raus. Dann mache ich den alten Receiver an, weil ich damit den Satelliten besser finde. Mach den Fernseher an. Dann habe ich hier so ihr Lenkmast drin. Ihr Wohnmobil ist schon 20 Jahre alt, noch ohne automatische Sattanlage. Dann wird ja die Schüssel hochgeschoben. Dann sehe ich, wie viel Umdrehungen ich machen muss für die Neigung. Und dann muss ich das Teil auch noch ausrichten. Wenn ich andere Camper hier habe, die eine Schüssel haben, dann gucke ich, in welche Richtung die ihre Schüssel haben. Und dann fummel ich mich ein. Ne? 5. Meistens sind es ungefähr 5,5. Dann gucke ich, wo sie steht. Muss in die andere Richtung. Aber diese Methode ist wirklich nicht mehr up to date. Und dann muss ich sehen, irgendwann find ich denn diesen Satelliten. Die Richtung scheint mir, wenn ich mal gucke, ja, die scheint mir fast richtig zu sein. Aber Moment, guck mal. Eben hat er schon mal gesagt. Dieser erste Tempelrichtung ist extrem wichtig. Und schon haben wir ein Bild. Haben wir Glück gehabt, haben ihn gleich gefunden. Ja. Warum also was Neues kaufen, wenn das Alte noch funktioniert? Das Huffcamp knapp 30 Kilometer westwärts geht morgen in die Winterpause. Heute sind nur noch Dauercamper, der Campingplatzchef Christoph und seine Belegschaft hier. Wo gehst du hin, Mutti? Ich geh jetzt den Hänger holen für Getränke aufteilen. Nee. Dann setzt du dich da an das Golfcar, das ist nämlich unser Getränkeauto. Oh Gott. Das ist schon gepackt und dann kannst du fahren. Mal sehen. Denk dran, beim Rückwärtsfahren immer schön Zunge raus, ne? Heute ist der Bobnik hier. Die Camper, die räumen auf, halt, ne? Und da wir viele fleißige Dauercamper haben, haben wir viele fleißige Hände. Und wir cleanen unseren Platz. Winterfest machen wir ihn quasi. Ich muss mal kurz gucken, Mutti ist nicht so oft gefahren. Ich hab Angst. Ja, Mutti, das Ding hat einen Schlüssel und ein Gaspedal. Guten Morgen. Christophs Mutter soll Getränke an die Helfer verteilen. So, pass auf. Schlüssel. Vorwärts. Pass auf, warte. Drück mal jetzt hier. Dann geht die Handbremse los, das ist die Handbremse. Und im Prinzip ist es dann 0, D wie losfahren. Drive und R wie rückwärts. Genau. Ich habe extra auf Muttigang gemacht, ist langsam. Ne? Und du brauchst die Bremse eigentlich nicht, weil es wie beim Radlader, wenn du Gas gibst. Ich fahre aber kein Radlader. Ja, deswegen sage ich es ja. Und kein Gas gibst, dann hör auf. Tschüss, Jungs. Ich nehme die Getränke mit. Ja. Ich glaube, die Ersten kriegen 14 Uhr ihre Getränke heute. Ungefähr so. Sein neues Huffmobil, Elektro. 14.000 Euro hat er dafür bezahlt. Das machst du sehr gut. Man soll ja immer loben, ne? Man soll ja immer loben. Das erste Mal, dass ihr fährt mit dem Ding. Das Schredder-Team hat kalte Getränke bestellt. Nehmt in vollen Zügen, Leute, ne? Mutti? Ja. Einmal für dich. Weißt du, wie das geht? Pass auf. Wenn du was reden hörst, brauchst du nichts drücken. Wenn du dann reden willst, drück ich was. Den Orangen gedrückt halten. Es sind alle auf eins. Ich habe dir jetzt eine Funke gegeben, weil zum Beispiel das Sägeteam hätte gerne einen Kaffee. Ein Kaffee? Ja. Ja. Kannst du da denn einen von der Rezi meinetwegen runterholen oder irgendwie so? Jetzt habe ich Blut geleckt. Ja. Getränk. Warum? Getränkelager, weißt ja wo. Den müssen wir da abfüllen. Ne? Macht ordentlich Platz, das ist gefährlich. Sowas kann man denn mit Dauercampern machen, da hilft kein Tagesgast.
Aber die fleißigen Dauercamper. Und das ist eigentlich ganz cool, hat sich eingebürgert mittlerweile. Und die Leute fragen echt, oh, wann ist mal Sobotnik wieder die Gemeinschaft und so. Das finden die schon ganz cool. Und wir räumen so halt unseren Platz ein bisschen auf, ne? Ist vorteilhaft. Und wann können die denn schon mal mit so einem Spielzeugen spielen, ne? Ist ja auch mal interessant. Seit 2 Jahren ist Christoph Pächter vom Campingplatz. Saison Nummer 2 ist fast vorbei. Links mit dem Lappen, das ist aber schön. Guckt mal, wie ihr seht, die Windenten schon alle ein. Wir haben ja auch das echt positive Feedback von den Leuten mitgekriegt. Bei den ADAC-Bewertungen haben wir dieses Jahr echt super abgeschnitten. Wie viele Sterne haben wir 3 wieder. Aber wir sind Mecklenburg-Vorpommerns bester Campingplatz. Wurden wir als erstes ausgewählt. Deutschlandweit sind wir jetzt von Platz 67 auf Platz 7 gestiegen. Und Deutschlands beste Beachbar. So, die 3 Auszeichnungen haben wir gekriegt dieses Jahr. Darauf sind wir natürlich da. Du kommst mal wieder, ne? Moin. Moin, Alter. Bitte. Moin. Was ist mit dir los? Ich bin krank. Oh. Aber auf dem Campingplatz machen wir alles. Wa? Auch wenn wir so krank sind. Aber sag mal, hier müsste ich denn ja echt auch noch mal wieder planen, Grassamen hinzuschmeißen. Ne? Ja. Macht ja Sinn. Und einwalzen, vernünftig. Ja, weil eigentlich muss man doch erst Samen schmeißen und dann walzen, ne? So ist das, ja. Aber erstmal zum. Aber ich glaube mal ganz ehrlich, Leute, ihr macht das auch schon wieder alles viel zu akribisch. Die Tagesgäste, die hier kommen, die haben, wenn der Wohnwagen nicht gerade steht, wird ein Spaten rausgeholt. Dann entstehen so eine Mulden hier. Die Mulden werden immer größer und all sowas. Dann kommen die nächsten Gäste und sagen, boah, euer Campingplatz ist ja nicht gerade. Deswegen haben wir auch extra reingeschrieben, wir haben keinen englischen Rasen. Ne? Alles in Ehren, ist ja auch alles richtig, aber wir müssen trotzdem nur dran denken, ist ein Campingplatz. Wir sind gerade dabei, die Steinplatte reinzuwuchten. Da wäre jede helfende Hand super. Ja, dann biege ich mal kurz nach links ab. Ja, ich weiß jetzt auch echt nicht, wo euer Problem ist, ne? Also immer vom Rumstehen wandert sowas nicht da rein. So, warte mal, jetzt muss ich mal hier helfen, ne? Ach Mensch, sag mal, ey. Ist ja Witz. Die Platte vom Billardtisch soll ins Haus, in den neuen Indoor-Spielplatz. 400 Kilo wiegt das Ungetüm. Guck mal, wie wenig Leute jetzt noch anfassen. Seht ihr, wer das eigentlich hält? Wir beide. Palette, ja? Und dann hochkant? Wollen wir gleich hochkant? Vorsicht, Norm! Ne? Das lässt mal runter, kurz. Also muss das Ding jetzt erst da rein, ne? Ja. In den Tisch und dann quasi und den Tisch dann rauf. Oder wollen wir den Tisch gleich rauf machen? Nee, erst das Ding rauf und dann wird das Ding da hinten hier drauf abgestellt. Ja, alles klar. Das Ding darf nicht kippeln, dann fällt sofort um. Ach so, denn aber gleich nochmal übrigens, Jungs. Sobald doch irgendwas, ne? Die Tischplatte ist denn total titte. Weg, einfach bitte. Alle weg. Ne? Wo wie rum, stopp, wie rum kippen wir? Nach da. Christoph ist gleichzeitig Chef einer Abbruchfirma. Den Tisch hat er günstig bei Abrissarbeiten geschossen. Für 200 Euro. Neu kostet der 8.000. Also 2 müssen mindestens hier sein, würde ich sagen. Ne? Dass die nicht hier. Oh, Tisch wieder. Okay, hier kann noch einer mit ran. Und hoch. Und lauf. Weiter. Okay. Muss nur einer runtergucken. So, einer schnell hier runter. Jungs, lass uns die Platte jetzt so ein Stück anheben. Der schieben den auf den Bock hier rüber und dann muss er ja eigentlich passen. Nur ein Stück. Schieb das Gestell. Passt. Alle und alles heil geblieben. Auf. Mittagspause an Deutschlands bester Beachbar. Was ist hier los? Gibt's hier Bananen oder was? Wer war die Suppe? Nee, ja. Wer noch eine Suppe? Machst mal 2 halbe, bitte. Die Kleinen sind in Arbeit. Eine Frage habe ich. Lasst ihr uns den Dauercamper in Strom oder schaltest du komplett weg? Nein, Strom bleibt. Strom bleibt. Nur das Wasser. Nur Wasser weg. Also das soll ja auch ein bisschen echt der Sinn sein, dass man sich übergreifend wieder kennenlernt. Weil auch hier, der eine steht da ganz hinten, der eine steht hier vorne, die kennen sich gar nicht als Dauercamper. Der Zusammenhalt, also eigentlich alles, was den Campingplatz ausmachen muss. Wir machen wirklich alles mit. Und du kannst hier kommen, wann du willst. Es hat sich immer wieder was verändert. Und was das Schöne eben ist, es soll ja ein Naturcampingplatz sein. Und das ist uns auch wichtig. Rostock. Noch sind sie ein Geheimtipp, haben aber trotzdem schon alle Hände voll zu tun. Die Männer von der Wenn-Haltestelle. 3,20. Vor allem ausrangierte Transporter bauen sie zu Wohnmobilen um. Lieber ein bisschen mehr, ne? Ich will ein bisschen mehr.
und dann nochmal anfangen müssen. Robert hat früher bei einem Leuchtenhersteller gearbeitet, europaweit. Jens war als mobiler Autoglaser unterwegs. Hier kommt es jetzt tatsächlich auch nicht so auf den Zentimeter drauf an. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Also das erste Auto, was wir gefilzt haben, das sah auch nicht hundertprozentig aus. Und leider hat man auch ziemlich viel Verschnitt. Die Innenwände bekleben sie komplett mit Filz. Das macht den Van gleich gemütlicher. Also hier müsst ihr jetzt lange raufhalten, das dauert seine Zeit. Es geht hier nur von Zentimeter zu Zentimeter. Wichtig beim Filzen ist auf jeden Fall scharfes Cuttermesser. Alles maßgeschneidert, nichts von der Stange. Als Hobby hat es angefangen, mit dem eigenen Campingbus. Keine Falten und dass der Stoff auch reicht. Andere Leute wollten auch sowas. Und so haben sie vor 2 Jahren ihre Werkstatt aufgemacht. Sie tapezieren zu Hause. Für manche ist das ja auch das Zuhause. Beste Beispiel ist hier eigentlich unser Kollege, der hier gerade rumläuft. Denn sein Ziel ist es ja eigentlich, seine Wohnung zu kündigen und in seinem Auto zu leben. Ich mache mir nur kurz eine Halterung für mein iPad übers Bett, damit ich schon im Bett gucken kann jetzt im Winter. Jörn ist Vlogger. Ganz schnelle Nummer. Er dreht selbst Videos und hat einen eigenen YouTube-Kanal. Alles noch im Entstehen. Mit Campingfilmen unterhält er sein Publikum. Wohin er reist, was er zum Campen braucht. Und er dokumentiert, wie er seinen Van ausbaut. Der Klassiker. Stück für Stück, wenn er mal Zeit und Geld übrig hat. Seit er seinen Bus hat, werkelt er schon daran. Ganz allein. Die Tücken beim Überkopfarbeiten, dass halt mal hier alles in den Nacken reinfällt. Ich habe mein Auto jetzt seit 2,5 Jahren, glaube ich. Und seitdem habe ich halt hier schon die Verstrebungen dran gemacht. Hier schon angefangen zu dämmen und an Seiten auch. Da sind noch Flächen, die noch gedämmt werden müssen zum Beispiel. Eine Standheizung ist drin. Solar ist auf dem Dach. Strom ist schon halb drin. Ja. Eine kleine Wohnung hat Jörn in Rostocks Innenstadt zwar auch, die steht aber meist leer. Ich schlafe hier immer drin, also eigentlich fast täglich sozusagen. Ich glaube, den Sommer über habe ich vielleicht 10 Tage in der Wohnung geschlafen, ansonsten immer im Auto. So, das sollte halten. Ja, perfekt. Steht in Nordreportage im Bett, gucken nichts mehr im Wege. Jörns Bus soll mal so aussehen wie dieser hier von Robert und Jens. Früher Pakettransporter, jetzt Luxuswohnmobil. Mein Vater hat ein kleines Transportunternehmen. Der hat ein paar Autos für DPD laufen. Der hat uns für einen relativ schmalen Taler diesen VW Crafter gegeben. Von außen sieht man ihm das jetzt nicht mehr an, dass er mal Pakete gefahren hat. Wir hatten hier vorne eine Doppelsitzbank. Die haben wir getauscht gegen Einzelsitz, weil wenn man einfach längere Touren macht, dann sitzt man auf so einer Doppelsitzbank nicht wirklich komfortabel. Ansonsten kann man die Bank hier auch noch hochklappen. Für Stauraum kann man tatsächlich eigentlich nie genug haben. Ein Kühlschrank, den man von innen und von außen öffnen kann. Das Waschbecken haben wir bewusst ein bisschen tiefer gesetzt, dass wir hier ein ausgefrästes Brett noch aufsetzen können, dass wir hier eine große Arbeitsfläche haben. Wenn man halt das Waschbecken gerade nicht braucht, kann man das hier halt als Arbeitsfläche noch mal nehmen. Und ansonsten kommt hier halt Wasser raus, wie man es zu Hause kennt. Ne? 2 Monate haben sie für den Ausbau gebraucht. Licht, ganz wichtig, schafft immer irgendwie Atmosphäre. Ne? Also hier können wir auch irgendwie all mögliche Farben einstellen, ob es jetzt hier oben ist, ob es unten ist. Wir können einfach nur unten die Beleuchtung anmachen. Ihr Meisterstück. Den zeigen sie 9 Kunden als Beispiel ganz gern. Winterwochenende im Campingpark Kühlungsborn. Haben Sie denn eine Satellitenschüssel mit? Schauen Sie Fernsehen? Aber klar. Da hat man seine Ruhe. Schön abends bei dem Wetter am Wasser, der Hund schön spazieren gehen. Abends einen Tee trinken, das ist herrlich. Und da kann man wirklich mal abschalten. Und es ist nicht so viel los. Ne? Deswegen machen wir auch das ganze Jahr. Hier oben ist die Ostsee. Hier drüben beginnt Kühlungsborn in 500 Metern. Ja. Wir haben 2 Bereiche von 3 bereits geschlossen. Die sind zu. Mhm. Hier ist Ihr Waschhaus. Ja. Na ja, gut, dann nehmen wir mal
Den. Es sind schon noch ein paar Plätze frei, aber es gibt Plätze, die sind nicht gepflastert. Na, wenn jetzt Regen kommt und wir haben die kalte Jahreszeit und die matschige Jahreszeit, dann stehen die Gäste im Matsch und haben schmutzige Füße und müssen sich vielleicht umständlich die für Schuhe ausziehen, um in den Wohnwagen wieder reinzukommen. Und das verhindern wir damit. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Sie können jetzt hier vorne die Schranke passieren. Rücken auf bis zum nächsten Stoppschild. Ja. Dort erwartet Sie mein Kollege, holt Sie ab und bringt Sie auf Ihren Platz. Da sind wir schon. Der ist es. Ja. Warten Sie schon mal hier? Nein, nein. Im Sommer ist ja kein Platz. Ne? Doch, aber ich muss jetzt mindestens, ja schon mindestens 2 Jahre vorausbuchen. Nee, wir machen das ja eher spontan und da ist es immer schwierig. Ja, das ist dann wirklich in der Nebensaison jetzt so wirklich. Da geht's. Das passt. Wenn es spontan, sonst, spontan. Sonst ist es ganz schwierig im Sommer. Das stimmt. Ja, weil wir so beliebt sind. Ihr seid jetzt zum ersten Mal hier. Ja. Wenn ihr einmal hier wart, kommt ihr wieder. Das ist Waschhaus. Mhm. Da könnt ihr so lange duschen, wie ihr wollt. 4 Tracks oder 6 Tracks. Nicht so schlimm. Da vorne ist Tor 5. Da kommt ihr raus zum Strand. Und rechts zum Promenade. Das war die 9. Anreise heute. Also 9 Anreisen ist ja ein Witz. Also im Sommer machen wir so, wenn wir mit 4 Mann da und 180 Anreisen haben, macht jeder ungefähr roundabout 50 am Tag. Also das ist schon immens. Und jetzt 9. Oh, lass das den Chef nicht sehen. Am Abend ist das ganze Huffcamp aufgeräumt. Abschiedsparty an der Beachbar. Seine Familie ist auch dabei. Glückwunsch. Danke. Zum bestandenen Bronzeabzeichen. Ja. Schnuttenpups, von dir wegen Knutsch. Krieg ein? Hab dich. Frauen, schon in jungen Jahren störrisch. Morgen ist Abreisetag. Aber sehr gut. Viel cool. 18 Uhr ist die Schranke dicht. Genau, das haben Sie sich alle schon gemerkt. Die Ansage kam schon. Und dann müssen wir das übliche Wasser ablassen, Strom ausschalten, alles winterdicht machen. Papa, ja? Verteilst du die Lobzettel eigentlich? Weil welche Lobzettel? Na, du hast doch immer so eine, weil zu Hause kam so eine Lohnbriefe an für die Mitarbeiter. Ach, Lohnzettel. Lohn, ja, dann nehmen. Das heißt Lohn. Na, die verteile ich, die habe ich schon verteilt. Es gab gerade Lohn. Aber das sind keine Lobzettel. Also loben tue ich die Leute so. Für 5 Monate geht das Huffcamp jetzt in die Winterpause. Hallo! Könnt ihr mal ein bisschen rankommen und euch nicht verstecken, bitte? Dann brauche ich nicht so schreien. Also wir sind sensationell begeistert, wie wahnsinnig viel man doch mit einer Menge Menschen schafft. So viel hätten wir echt nicht gedacht, dass geschafft wird. Dafür großen Applaus. Ich fand's echt dufte den ganzen Tag. Gerne dann nächstes Jahr wieder. Danke euch. Bis dann. So, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin fix und fertig heute. Morgen. Das Spandauer Paar hat es sich gestern Abend im Wohnmobil vor dem Fernseher gemütlich gemacht. War okay, wir haben den Usedom-Krimi gesehen. Meine GoPro nehme ich auch mit. Ein bisschen. Er will auch euch filmen. Ich habe ein großes Archiv zu Hause. Ja, wir haben Unmengen Fotobücher gemacht. Ja. Und alles dokumentiert. Und dann marschieren wir mal los. Ne? Kühlungsborn fehlt noch im Archiv. Die sanitären Anlagen, die müssen jetzt nicht so aussehen wie die hier im Grunde genommen. Ne? Die müssen einfach bloß ein bisschen, die müssen sauber sein und funktionell. Aber wir mögen das lieber, wenn, also wir haben zwar auch so ein kleines Badezimmer da drin, aber duschen tun wir lieber denn doch auf dem Campingplatz in einer richtigen Dusche. Ich hoffe, ich habe die richtige Karte. Ich habe zwar aber beide dabei. Ach, alles gut. Geht. Im Winter düsen die beiden sonst immer in den warmen Süden. Das ist so wunderschön hier, ja, ne? Weil, die alten weil wir Bäume. Immer um diese Jahreszeit eigentlich nicht hier sind. In Spanien. 2 Monate lang. Also es fing so an, wir haben uns 74 kennengelernt und haben gesagt, 75, wir wollen mal ein bisschen verreisen. Und dann sind wir mit einem ollen Opel Kadett und 2 Luftmatratzen, 2-Personen-Zelt geborgt von einem Bekannten. Der hat gesagt, mach doch mal ein bisschen Camping. Spirituskocher. Also wir hatten eigentlich nicht vor. Nee. Aber und dann haben wir uns eben im Laufe der Jahre immer gesteigert.
größere Zelt, später ein Wohnwagen. Und 89 haben wir dann das erste Wohnmobil gekauft. Dieses spontane Verreisen genießen sie immer noch. Jetzt werdet ihr auch mal gefilmt hier. Früher waren seine Videos das reinste Gewackel, sagt er. Jetzt hat er sich eine Kamera mit Bildstabilisator gegönnt. Kleines Gimmick. Eigentlich hat man uns doch heute ein bisschen Sonne versprochen, oder? Aber die Villen, so schön, ne? Ja, so ja. Renoviert und ja, alles. Diese Bäderarchitektur, die ist wunderschön hier. Ja. Aber Horste hier, diese Gegend liebe ich. Die haben so schöne Promenade und nicht nur Italien oder Frankreich. Da sind ja auch teilweise die reichen Leute, die haben den ihre Villen da vorne und ja, so. Dann aber den umdrehen und dann ganz weit weg laufen. Außer in Spanien. In Spanien dürfen sie das nicht. Du gehst mal vor, damit ich ein bisschen. Weil sie muss immer nach meinen Instruktionen arbeiten, sonst wird das nicht. Aha, hier auch eine gute Idee. Beide sind 70 und seit 10 Jahren in Rente. Er hat als Krankenpfleger, sie als Krankenschwester gearbeitet. Wir haben uns 74 kennengelernt im Krankenhaus. Schon damals gab es einen Pflegenotstand. Ja, also die koreanischen Schwestern, die dann gekommen sind, um zu helfen, das kommt uns alles sehr bekannt vor. Die gleiche Diskussion hatten wir auch schon vor fast 50 Jahren. Und da haben wir uns kennengelernt. Ja. Also und wir haben also ganz gute Vorteile gehabt. Wir haben unsere freien Tage zusammengelegt und dadurch haben wir sehr viel Zeit gehabt, noch um Urlaub, wegzufahren. Noch länger fahren und so. Wir haben viel von der Welt gesehen, die letzten 10 Jahre auch. Ne? Weil das weil diese großen. Ja, sie haben kein Zeitlimit. Zwei Monate. Dann können sie auch mal 2-3 Monate weg sein, wenn sie Lust haben. Ne? Und dann marschieren wir los. Ja. Ein bisschen einkaufen wollen sie jetzt noch. Später fein essen gehen. Morgen reisen sie weiter nach Hamburg. Ein Video von der Elfi drehen. Mit diesem Knastbus kam ein Kunde vor 4 Wochen hier an. So sah er vorher aus. Den hat er so nicht mitgebracht. Er kam so damit an. Andere Gewerke haben vorher schon die Lackierungsarbeiten gemacht, die Kabinen rausgebaut und so weiter. Und ja, wir machen uns jetzt halt an den Innenausbau. Holzverkleidung, 40 Meter Luxus-LED. Ein Meter kostet 120 Euro. Jörn? Magst du mal herkommen? Magst du mal da hinten in die Ecke gehen und das mal festhalten? Zieh. Die Werkstatt haben sie gemietet. Eine zusätzliche Halle hätten sie gern. Wenn es jetzt regnen würde, dann hätten wir tatsächlich ein Problem. Gut, jetzt in dem Fall könnten wir das Auto einfach rausfahren, was noch drinnen steht. Dann hätten wir drinnen Platz. Aber ansonsten haben wir hier schon, wenn wir an mehreren Projekten arbeiten, ein Platzproblem. Auch heute ist es eng. Schon vor einem Jahr hat ihr Vermieter den Bauantrag gestellt. Ausgerechnet jetzt will sich Jörn einen Tisch für sein Wohnmobil bauen. Ich brauche mal Platz zum Arbeiten, damit ich nicht immer auf dem Bett mein Notebook abstellen muss. Das Filzen hat sich Jörn schon abgeguckt. Aber vom Tischlern hat er noch keine Ahnung. Gutes Werkzeug ist jedenfalls da. Geht der hier für die Schleifmaschine? Oder der? Ja, für den, ja. Wenn man öfter mal hier ist, dann weiß man mittlerweile fast, wo alles liegt. Aber auch nur fast. Das ändert sich ja auch oft mal wieder. Die Verkleidung für einen weiteren Bus. Den machen sie fertig für den Verkauf. Das war mal ein stinknormaler Transporter. Genau, da vorne war noch eine Rückwand drinne. Jetzt wieder zum Camper. Wo sind denn hier die Löcher, verdammt? Also so ein Umbau dauert ja tatsächlich auch, also für die Größe mindestens 4 Wochen. Und für einen Komplettausbau muss man schon immer irgendwie so 2 Monate locker einplanen. Jörn arbeitet noch am Tischbein. Der 12er fehlt und genau den brauche ich. Der erste Versuch ging schief. Deshalb suche ich jetzt gerade, ob hier irgendwo einer drin liegt.
die Mutter quasi kaputt gebrochen. Ha, guck mal da. Da ist der 12er. Sogar niegelnagelneu. Hier sieht man es, dass gerade beim Reinschrauben das quasi abgebrochen ist. Jetzt habe ich versucht reinzuschlagen mit dem Hammer. Aber wenn ich das jetzt reinschraube, es ist auch sehr schief. Das wird also nicht funktionieren. Ein Tischbein zum Drunterschrauben. Der ganze Tisch soll erstmal nur ein Provisorium sein. Ja, wird passend gemacht, ne? Seit 2 Jahren kennt Jörn die beiden Werkstattbetreiber. Seitdem kommt er regelmäßig hierher und bastelt an seinem Wohnmobil. Ich glaube, ich habe die beiden mal irgendwie über Instagram oder so angeschrieben. Und dann sagten die, ja, komm mal vorbei. Dann haben wir einen Kaffee getrunken und haben dann gesagt, naja, wir können ja vielleicht irgendwie gucken, dass man mit meiner YouTube-Reichweite und Instagram-Reichweite die da ein bisschen, ich sag mal, promotet und pusht. Und ich glaube, einen der ersten Aufträge war dann auch für einen Obdachlosenhilfeverein hier in Rostock, für die ich Spenden gesammelt habe mit dem Eisbaden. Und die haben sich dann von den beiden Jungs den Van ausbauen lassen. Zum Obdachlosenmobil. Die Einzelteile für seinen Tisch hat er jetzt fertig. Na, den möchte ich hier so einhaken. Zum Runterklappen soll er sein. Dass man hier irgendwie sitzen kann. Ich glaube, das erste Mal campen war ich direkt nach dem Abi. Mit, ich glaube, 16 Leute waren wir, sind nach Frankreich gefahren mit dem Zelt und haben da 2 Wochen lang gecampt. Und dann war ich auf ganz vielen Festivals, aber immer im Hotel, bis ich irgendwann 2015 das erste Mal nach Wacken gefahren bin, was ich davor schon jahrelang machen wollte. Und da saß ich dann auf der Wiese im Sonnenschein mit einem Bierchen in der Hand und dachte mir so, oh, das ist ganz schön eigentlich, dieses Camping. Aber ich habe ein wenig unterschätzt, dass das ein sehr, sehr großes Projekt ist. Man denkt, es geht schnell, dauert es doch ewig. Die ersten Monate hat er noch auf Europaletten geschlafen. Immerhin hat er sich jetzt schon ein Bett in den Bus gebaut. Und dann kann man sie nämlich hier schön hinsetzen und kann hier arbeiten. Östlich von Rostock auf dem Baltik-Campingplatz in Markgrafenheide backen sie endlich wieder Plätzchen für den Weihnachtsmarkt. Die Restaurantküche wird zur Weihnachtsbäckerei. Willst du die wieder sehr dünn haben? Nö, das reicht schon. Wir hatten schon Weihnachtsmärkte, wo mindestens am Tag 3.000 bis 4.000 Leute hier waren. Ja, deswegen fangen wir frühzeitig an mit dem Plätzchenbacken und backen jetzt schon seit 14 Tagen. Denn extra wegen der Plätzchen kommen viele Gäste. So, die nächsten Plätzchen. Nach Omas Rezepten. Ich würde mal sagen, so 10, 12 verschiedene Sorten mindestens. Mit Füllung, ohne Füllung, mit Dekoration, ohne Dekoration, also wir lassen uns jedes Jahr was Neues einfallen. Oh. Guck mal, Dana. Schön geworden, ne? Ja. Jetzt müssen sie nur noch auskühlen. Und dann können wir sie dekorieren. Sehr schön. Wunderbar. Super. Paul? Restaurantchefin Heike Gütschow organisiert auch den ganzen Weihnachtsmarkt. Ist Christopher auch bei euch? Alle müssen zum Aufbau mit ran. Oh, schön macht ihr das. Hast du das schon öfter gemacht? Nee, ich dachte, tatsächlich nicht. Weil du es so schön machst. Der muss ja ein bisschen ordentlich aussehen. Das stimmt. Weißt du, ob die richtig stehen? Voriges Jahr fiel der Weihnachtsmarkt aus. Die Energiekosten waren zu hoch. Da haben sie auch den ganzen Campingplatz im Winter dicht gemacht. Das erste Tor bauen sie jetzt auf. Hier ist dann der Haupteingang. Wir machen mit Draht, Gründraht, und machen das dann so rum, dass man es nachher wieder schnell abkriegt. So ein Aufriss für ein einziges Wochenende. Ich hasse es. Willst du mit anfangen? Ja. Das Ende musst du noch festknoten. Was an dir festhält. Den nicht meine Hand festmachen. Danke. Das war eine Idee mal von unserer Geschäftsführerin, dass sie sowas gerne machen wollte. Sie ist Fan von diesem Adventsmarkt, den Wicke Leandros in Schleswig-Holstein macht.
und hat gesagt, sowas müssen wir bei uns auch machen, aber im kleineren Stil. Und deshalb machen wir das eben seit fast 15 Jahren schon. Angefangen haben wir in der Tenne mit 2, 3 Ausstellern und dann haben wir es erweitert auf die großen Ferienhäuser und jetzt noch die kleinen dazu, also dass wir über 50 Aussteller haben. Noch die Lichterketten, dann ist das Tor perfekt. Eigentlich ja, eigentlich sollen die funktionieren. Die wurden getestet, deswegen. Sollen wir sie mal anmachen, Christopher? Können wir gerne mal versuchen. Eine geht. Nee, die Hälfte. Die Hälfte geht. Zum Thema, wir testen. Ja, ich weiß. Also es wurde häufig nachgefragt, ob wir machen, ob wir nicht machen. Was dann sagt, wir machen nicht, da waren die Leute richtig traurig, weil es kommen viele nicht nur aus der Umgebung, sondern auch Hamburg und die ganze Ecke. Und ja, von daher sind wir froh, dieses Jahr wieder machen zu dürfen. So, wunderbar. Sind wir hier fertig? Oder? Ja. Brennt alles. Es leuchtet. Früh am Morgen in Kühlungsborn. Guck mal, da ist einer ohne Hose. Ui. Mit einem Strandspaziergang beginnt für Barbara und Thomas aus Paderborn hier jeder Urlaubstag. Ja, wir hatten ja auch überlegt, erst in den Süden zu fahren, zum Bodensee runter. Oder Toskana. Oder Toskana, aber da war das Wetter ja so katastrophal schlecht und viel Regen. Und da wir ja sowieso, ich sag mal, eigentlich Ostsee-Fans sind, haben wir uns dazu entschieden, hier mal wieder hinzufahren. Wir waren schon lange nicht mehr in Kühlungsborn und haben gesagt, wir fahren mal wieder nach Kühlungsborn. Und man kommt an so schönen alten Hotels hier vorbei. Ist ja auch was Tolles. Tolle Kulisse. In 20 Jahren machen wir da Urlaub. Habe ich beschlossen. Jetzt wohnen sie auf dem Campingplatz. Das ist das Teenie-Haus hier, ne? Ja. Kommt das extra noch mal irgendwo in die Ecke? Das kommt da in der Ecke reingestellt. Ja. Ja, wo die Jugendlichen sich da ein bisschen treffen können. Und wie nennen sie das? Chillen heute, ne? Aber heute fangen die Erwachsenen ja auch an zu chillen schon. Ah, ja. Unsere Gäste heute nicht ganz so angenehm, aber... Die meisten wohnen zum Glück weit genug weg von der Baustelle. Am anderen Ende. Wie die beiden aus Paderborn. Ich war im großen Betrieb, Nixdorf, sagt das was? Geldautomatenhersteller. Diebold Nixdorf jetzt. Und meine Frau war... Ich bin Krankenschwester. Ich bin Krankenschwester, genau. Ich brauche mal einmal mein Handy, weil ich sonst nicht weiß, wie lange die Eier kochen. Entweder man mag Camping oder man mag Camping nicht, ne? Ist so. Ich war absolut gegen Camping, absolut. Ich kannte das aber auch zu der Zeit nicht. Und dann haben Freunde von uns, die haben uns dann mal eingeladen, die wohnen bei uns auch in der Straße, guckt euch das doch mal an. Und das war wirklich schon zu damaligen Zeiten ein sehr großer Wohnwagen. Ja, und da habe ich mich da reingesetzt und habe mir das alles angeguckt und habe gesagt, ja, ist wunderbar, ist schön. Wenn ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das könnte ich mir vorstellen. Und dann habe ich gedacht, musst du Thomas bereden. Und als wir nach Hause gegangen sind zu uns, habe ich zu meiner Frau gesagt, komm bloß nie auf die Idee, dass wir uns einen Wohnwagen kaufen. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ja, und das war vor fast 30 Jahren. Und seitdem, 84. Ja, seitdem sind wir Camper. Ja. Auch bei 5 Grad Außentemperatur wie heute. Nebenan hat Familie Kummer 10 Tage Campingurlaub in Kühlungsborn gebucht. Tochter Hanna ist 4. Solange Hanna noch nicht in die Schule geht, können sie außerhalb der Ferien verreisen. Wenn es günstiger und nicht so trubelig ist. Bist du mit einem aufgedeckten oder? Beide wieder zu. Alle wieder zumachen? Okay. Boah, also Memory für große. Die Pullis für die ganze Familie hat Mama Rebecca designt. Papa, schon ein Pärchen. Da haben wir, als Hanna geboren ist, mal so Probecamping auf Fehmarn gemacht. Und da hat es mich irgendwie erwischt, da dieses Fieber. Und seitdem kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen, Rosalie. Ja. Sie ist ein richtiges Campingmädchen. Wir genießen das eigentlich. Es ist schön ruhig, sind viel am Strand, gehen spazieren oder genießen einfach hier die Ruhe. Ich sage immer, das Schönste ist, ich schlafe in meinem eigenen Bett. Man kann sich ja muckelig machen. Also ich sag mal, ist ja nicht so, dass wir jetzt hier frieren. Man muss klar Pullover anhaben oder sowas. Aber müsste ich zu Hause ja auch. Ich darf jetzt zur Sauna. Dahin geht Barbara ohne ihren Mann. Nein, der will nicht. Sauna ist nicht so sein Ding. Der will nicht, aber ich gehe. So, viel Spaß. Barbara hat sich gestern schon im Spa-Bereich angemeldet. Wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige. Ich habe alles mit, ich denke schon. Also Handtücher hat man immer genug.
Ein Bademantel auch. Und mehr braucht's nicht, ne? Eigentlich wollten Barbara und ihr Mann nur eine Woche bleiben. Haben aber noch mal eine ganze Woche draufgelegt. Viele Wohnmobilstellplätze sind immer so stadtnah, aber da bist du nicht nah am Wasser. Und hier hat man einfach alles so ein bisschen. Einfach die Gegend ist schön, ne? Ja. Und im Sommer ist er arg voll, das muss man schon sagen, glaube ich. Ne? Ich würde hier im Sommer nicht hin wollen. Sind das einmal 14 Euro. Hallo. Ja, jetzt gucke ich einfach mal, wo es hier hingeht. Ne? Ich denke, in normale Sauna-Bereich hier. So, ich gehe für die Küche. Hier wäre Duschen. Hier ist Finish-Sauna. Hier ist das Dampfbad. Ja, so nach dem Fitness mache ich das gern. Ich bin im Frauenfitness und da haben wir eine Sauna drin. Und das finde ich total schön. Ja, ich würde, glaube ich, gleich einfach hier reingehen. Kurzfristig hat ein Marktschreier seinen Transporter in der Wennwerkstatt abgegeben. Gedämmte Wände möchte er. Schienen für Regale. So, das ist der Rahmen. Ein Dachfenster will er auch. Einmal reingucken. Ist nicht verkehrt. Wenn das Loch erst zu groß ist, dann haben wir ein Problem. Braucht der Kunde ein größeres Fenster. Aber das Loch muss 40 mal 40. In 3 Tagen braucht der Kunde das Auto wieder. Da muss er auf den nächsten Markt. Einmal ist es schon passiert, ja. Dass wir ein Stück zu groß aus oder dass eine Ecke nicht rund geschnitten wurde, sondern eckig. Und dann hast du das Loch gesehen. Dann mussten wir wirklich das Fenster eine Nummer größer nehmen. Aber naja. Müssen wir noch Gas geben bis Freitag. Mal nachmessen. Passt. Jetzt wird's laut. Es werde Licht. Gucken, ob wir vernünftig geschnitten haben. Ja. Passt. Die Deluxe-Version baut Jens ihm ein. Ein Fenster, das man per Fernbedienung öffnen und schließen, das sogar frische Luft hineinpusten und schlechter absaugen kann. Wir machen ihm das alles ein bisschen wohnlicher. So Step by Step, weil er als erstes eigentlich nur Fußboden und ein Dachfenster wollte. Und als er das Auto jetzt abgegeben hat, kamen irgendwie noch 20 weitere Sachen auf seinen Zettel. Richtig dicht muss der Rahmen auf der Karosse sein, damit das Fenster Deluxe nachher auch richtig funktioniert. Es passt, ja. Ja. Das haben wir vorher geguckt, ne? Dass wir da jetzt keine Schwierigkeiten bekommen. Ah, nee, das passt alles. Pass ich hier durch. Ah. So, jetzt versiegeln wir die ganze Sache noch. Und dann können wir das Dachfenster aufbauen. Muss hier bloß irgendwie wieder rauskommen. Ah, Scheiße. Das noch vor Weihnachten. Kannst du ja schon einmal einen Blick reinschmeißen? Mach ich. Jensi hat schon mal einen Fußboden fertig. Haben die schon den Boden aufgeklebt? Ja. Hier siehst du das Ende, was höher ist? Ja. Wir haben mehr Latten untergemacht, weil, wie gesagt, das war ja dein dünner Boden. Ja, Dachluke ist drin. Dachluke ist drin. Ich muss jetzt bloß warten, dass es das alles ein bisschen anzieht. Ja. Und dann können wir die, dann wird die Haube aufgesetzt. Die wird nur auf den Rahmen aufgesetzt. Ja. Ja, schön. Ausschnitte habe ich noch nicht gemacht. Das kommt erst noch, weil, wie gesagt, ich habe jetzt heute Vormittag den Boden aufgeklebt. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis das alles richtig ist. Genau. Ich habe schon mal deine Trittstufe angepasst. Also das sieht recht gut aus. Ja, als wäre da nie was anderes drin gewesen. Genau. Die Ecke kommt raus, ne? Die Ecke kommt raus, ja. Robert sagte noch, du wolltest noch die Radhausschalen verkleiden, ne? Ja, wir dämmen die. Ja. Und dann beziehen wir die auch mit Filz. Ich kann dir das draußen an dem Bulli mal zeigen. Oft ist es ja so, dass wir dann halt Ware im Auto haben, aber auch mal übers Wochenende dort schlafen. Und dann bietet sich das an, wenn das so für beides geeignet ist.
Das ist ja ähnlich wie bei dir. Ja. Hier kommt nachher auch noch eine Wand vor, die hier steht. Und dann machen wir hier jetzt die Dämmung rüber bei dir. Ja, schön. Und werden das dann einmal filzen. Finde ich gut. Schön, schön, das wird was. Das wird was, auf jeden Fall. Im Huffcamp räumt Christoph mit seinem Hausmeisterteam die Glamping-Zelte aus. Oh, Menno, warst du wieder schnell. Die waren den ganzen Sommer über ausgebucht. So, 13er oder 17er Schlüssel bei den Boilern? Oh, das kann ich dir aus dem Stegreif gar nicht sagen, weißt du? Hoffentlich kein 17er. Hoffen wir mal, das ist ein 13er. Genau, der wird sein. Sag mal, hier so Wasserkocher und sowas, das haben wir doch auch immer noch weggestellt, ne? Ja. Wir bauen hier die Boiler aus, dass sie auch über den Winter keinen Frost kriegen und kaputt gehen. Und das ist ja eine schnelle Nummer, 2-3 Minuten. Weil wir durch den Gast ja gelernt haben, dass man Zelte nicht abschließen kann. Die hat halt gemeint, ich bin doch hier jetzt alleine drin. Wie mache ich denn abends zu? Ja. Reißverschluss. Ne? Ja, und wo schließe ich ab? Gar nicht. Natürlich kontrollieren sie auch im Winter ihren Platz. Aber sicher ist sicher. Naja, mal ehrlich, alles, was Wert hat, Beine kriegen könnte, mehr wird, räumen wir lieber weg. Das war noch wichtig. Oben die Matratze auf dem Zaun hier liegen, damit die belüftet ist. Ich würde sagen, das Projekt ist fehlgeschlagen. Warum sind die Dinger denn so schwer? Also eigentlich wollen wir das so ein bisschen wegen Durchlüftung schräg legen. Ich krieg das aber nicht darauf. Robi! Ich krieg die Matratze da oben nicht. Haben wir die echt da rüber gestülpt? Keine Ahnung. Ich weiß krieg nicht mehr. Die da nicht rüber. Ja, also. So, aber beide, lass mal los. So top. Ja. Nebenan schrauben Olli und Robi schon die Gardinen ab. Ein Auftrag vom Reinigungsteam. Ah, cool. Ihr habt die Matratze auch schon hochgehievt. Ja. Sehr geil. Ich hab grad schon zu Robi gesagt, klimpert bestimmt schon, wenn ich weiß nicht. Ja, hab ich gehört. Mensch, werden wir Christine glücklich machen. Sie kann Gardinen waschen. Ehrlich. Mal ganz ehrlich, seht ihr da einen Graustich drin? Sowas können nur gut geschulte Reinigungskräfte sehen. Ja, das haben wir doch gut ausgepolstert, jetzt die Lampen. Die stehen dadurch echt stabil, können wir mit 100 um die Kurven fahren. Hm? Deine Aufgabe ist, die Lampen zu halten, ne? Wenn die umkippen, bist du schuld. Ja, ja. So, Achtung, Mopsgeschwindigkeit. Langweilig wird es den Paderbornern in Kühlungsborn nicht. Auch im Winter ist hier was los. Erst Stadtführung, dann Adventsmarkt, jetzt DDR-Geschichte am Grenzturm. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr sind Führungen. So stand das in diesem Veranstaltungskalender. Ne? Ich kann das mal zeigen. Ja. Wenn Sie das mal angucken wollen. Ja. Oh, ich sag, verarsch echt. Das gibt es keine Aufzucht, ne? Nee. Den Luxus hatte man damals nicht und das wäre aber auch nicht sinnvoll gewesen. Hatte die mal fest da oben gesessen? Es war immer eine Mannschaft da, aus zwei Personen. Regelmäßig, Dienstzeit. Also wenn Sie jetzt hochgehen wollen, das sehen Sie ja da, Sie gehen die Leiter hoch. Ja, halbe Stunde. Sie wechseln auf die nächste Plattform und gehen dann bis nach oben. Wolltest du da oben hin? Wollen wir mal gucken? Ja. Dann mal los. Jetzt kommen wir da halb wieder runter, ja, ne? Ja. Also alles, was runterfallen könnte, binden Sie bitte an, in die Tasche. In die Tasche, was ist das? Bis zur Wende war der Turm mit Grenzsoldaten rund um die Uhr besetzt. Was für Aussicht, oder? Ich muss die Geschichte auch erleben. Ja. So. Ist das die Grazer? Genau. Heute Morgen hat uns ein älterer Herr erzählt, dass man also wirklich nur, wenn man hier Anwohner war, diesen Bereich überhaupt begehen durfte. Ja. Also wirklich für fast alle anderen war der gesperrt. Die Ostsee vor der Tür, aber trotzdem. Es war die Grenze, die Staatsgrenze. Haben denn viele von hier oben einen Fluchtversuch gestartet über die Ostsee? Viele, sehr viele. Ja, ne? Bis heute gibt es auch Fluchten, die eben, bis heute nicht aufgeklärt sind. So, nun gehen wir mal ins Museum. Jawohl. Aufs Geht? Ja, ich hoffe ja. Von Fluchtgeschichten haben die beiden schon oft gehört. Aber ein getarntes Schlauchboot als Fluchtmittel sehen sie gleich zum ersten Mal. Ist es denn geglückt? Nein, wenn das Boot hier... Es ist geglückt. Ja?
Aber wenn das Boot hier ist, ist das Boot. Ja, er hat uns das zur Verfügung gestellt. Ach, das ist ja klasse. Deswegen. Also, wir hatten früher auch ein Schlauchbötchen. Wir sind auch mal über die Ostsee, also wie am Rad geschippert. Das ist ganz schön heavy. Also, das ist ja nicht, als wenn man da in so einem großen Luxusdampfer sitzt, sondern hier drin ist man ja echt wirklich ausgeliefert, ne? Der letzte Projekt hier, ne? Am Nachmittag im Huffcamp. Für heute. Du hast das wieder vorbildlich zugemacht, ne? Ja. Die dicke Laubschicht muss runter vom Feuerlöschteich. So. Was machen wir mit dem Schlorn? Ich hol mal eine Hake her, ich will mal gucken, wie schlonzig das ist. Und nein, ich zieh mir diesmal keine Watthose an. Oh. Ist, na, ich mach so, Köppe. Ein Forkenkopf? Haben wir einen alten Forkenkopf? Mist, wir haben keinen Forkenkopf. Weil da wollte ich sonst das an den Fender ran und dann kann man das nämlich mit dem Seil reinschmeißen. Dann dreht sich die ja automatisch da, wo der Fender ist. Und dann mit dem Seil wieder rausziehen. Eine Monatsaufgabe. Ey! Ein Fass oder sowas? Fass? Da kann man sich reinsetzen, wie ein Boot. Oder Christophs Schlauchboot. Bist du irre? Mein bist du irre? Die wahnsinnigsten Ideen kommen jetzt hinterher. Ja. Aber eigentlich reicht ja, wenn du einen Korb nimmst, einen großen ans Seil und drin schmeißt oder einer hält rum und lässt ihn durchs Wasser gleiten. Ja, na, passt auf. Wir werden jetzt relativ schnell feststellen, dass wir nur 30, 40 Zentimeter am Rand rumklaren und der Rest bleibt dann irgendwie wieder so. Nee, deswegen sag ich ja, nehmen wir irgendwie so ein großes Gitter, einer geht auf die eine Seite und mit einem Seil. Und was ist ein großes Gitter? Das ist aber ein Zeitungsständer. Ja, aber die... Den kann man den so schön, weil dann kann ja auch den Teich nicht kaputt machen. Ja. Und dann kannst du den so rum... Und den reinwerfen und dann rausziehen. Und dann so durchs Wasser ziehen. Das ist ein Plan. Was? Selbst wenn das jetzt erfolggekrönt sein sollte, was ich glaube durchaus, ne? Wohin nehmen wir uns einen Schlons? Na, den müsste man dann erstmal hier rausziehen. Warte. Sonst fliege ich hinterher hier. Weil ich weiß ja, wie weit du werfen kannst. Oh, super Wurf. Ein Jahr lang haben sie ihn nicht sauber gemacht. Ey, das klappt. Boah. Ich finde, das riecht ja auch immer so gut. Ah, Olli. Los, ist los. Ja. Wir versuchen, dass er gleich oben aufschwimmt, weißt du? So, das machen wir jetzt noch 5 Stunden. Wir müssen Hammer aufpassen hier. Dadurch wird das jetzt echt rutschig. Ne? An manchen Stellen ist der Teich mindestens 2 Meter tief. Die Reifen hat Christoph sicherheitshalber als Rettungsringe installiert. Das ist so eine Rettungsmast, so eine Art quasi Rettungsleiter. Wenn da wirklich mal einer reinfällt. Und wenn es brennt, muss die Feuerwehr hier ran. Denn Salzwasser aus dem Haff macht die Pumpen nur kaputt. Also mal ehrlich, wir haben jetzt schon mehr raus als bei der letzten Aktion. Wieder verkehrt rum. Ich habe die Fresse zu voll genommen. Ich schaffe das nicht, bis nach hinten zu schmeißen. Also glaube ich. Aber mal ehrlich, wichtig ist ja immer erst mal, dass wir schon mal eine Variante gefunden haben. Die mal, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, echt funktioniert. Bist ganz schön schmutzig, bist du, ey. Du? Sag an. Ja, geil. Also so geht das. Ja, sehr schön. Dann machen wir noch mal einen halben Tag und dann in Badehose. Und dann gab's. Ja. Ey, ich bin trocken geblieben. Sensationell, war hatten wir nicht mehr? Letzter Abend für die Paderborner in Kühlungsborn. Ja, jetzt haben wir es uns gemütlich gemacht, sitzen hier und lassen den Tag ausklicken. Genau. Ja. Vielleicht fahren wir gleich noch ein bisschen weg, aber wir müssen mal gucken. Ja, müssen wir mal schauen. Und gucken ein bisschen Fußball. Heute Morgen haben wir unsere Strandrunde wieder gedreht und waren im Café, haben einen schönen Kaffee getrunken und dann nach Hause. Ja, und dann haben wir so ein bisschen relaxed, ne? Und eine Bücherei entdeckt, Buch gekauft. Ja, mehr eigentlich nicht. Da kann man sich gut 2-3 Stunden beschäftigen. Ja, wenn uns kalt ist, bleiben wir hier. Im Campingpark Kühlungsborn sind im Sommer oft Partys an den Wochenenden. Mit DJ und Animation.
Im Winter ist es auf dem Platz fast ganz still. Den Laternenumzug im Kindergarten hat Hanna verpasst. Den macht sie dafür am Strand. Und was singst du? Welches willst du singen? Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne aus mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht. Laterne. Du machst das super, Schatz. Anfang März beginnt Familie Kummer immer ihre persönliche Campingsaison. Dieses Jahr waren sie schon 6-mal unterwegs. Ein Laternenumzug ist doch wunderschön. Ich möchte einmal Weihnachten im Wohnwagen feiern. Das ist noch so ein Traum von mir. Das fände ich total cool, weil es einfach so gemütlich ist. Da. Außerdem gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wir gehen auch bei Regen raus. Ist das schön? Ja. Du bist gerne am Meer, ne? Ja. Zurück zum Wohnwagen. Auch im Vorzelt ist es kuschelig warm. Ich weiß schon, wo ich schlafe. Hier, wo ich sitze. Manchmal sagen wir, hier sind wir glatt besser ausgerüstet als zu Hause. Also, hier legen wir irgendwie noch mehr Wert drauf. Zu Hause überlegt man so dreimal, kaufen wir es nicht. Und hier, kaufen wir. Und du kannst mal Mama fragen, ob sie auch einen Punsch möchte. Als Camper kommen sie ohnehin mit wenigen Dingen aus. Im Wohnwagen ist für unnötigen Ballast sowieso kein Platz. Und wir können sind wir unterwegs. Hier etwa mal in 2 Wochen, ne? War der erste Campingurlaub. Er lernt das gleich so kennen. Das ist wirklich, er hat keine andere Wahl. Hanna, die kannte das ja auch erst ohne, aber die war von Tag 1 Flamme dafür. Ja, und der ist gut. Ich muss mal Kunst. Hanna, willst du erst mal probieren? Was ist das für ein Kunst? Der Früchtepunsch. Hier. Guck mal, Papa macht dir erstmal nur so einen halben Becher. Und dann mal pusten, der ist noch ein bisschen warm. Wenn sie nicht draußen sind, sitzt Hanna am liebsten im Wohnwagen und zeichnet. Das holt Papa ab, das Feuerwehrauto. Ja, Papa ist in der Feuerwehr, ne? Ja. Das Kinderpunsch dieses Jahr. Hanna möchte nicht. Die Paderborner nebenan dämmen zur Nacht zusätzlich ihr Wohnmobil. Dann verbraucht die Standheizung nicht zu viel Sprit. Jetzt kommt der Thermoschutz davor, sonst wird es da an der Scheibe ziemlich kalt. So zum Herbst, Winter hin machen wir das immer. Ist besser, ist angenehmer. Fertig. Früh um 8 in Wittenbeck, im Nachbarort von Kühlungsborn. Hier wollte Jörn schon lange mal übernachten. So direkt am Meer. Ein weiterer Grund, warum ich Wintercamping liebe, ist die Tatsache, dass wir schöne kalte Luft haben und man schön am Morgen ein kaltes Bad in der Ostsee nehmen kann. Das mache ich den ganzen Winter über. Habe damit 2020 angefangen. Und mit Gleichgesinnten eine Eisbadetruppe gegründet. Jeden Freitag stürzen sie sich ins Meer. Ein paar Hintergrundinformationen noch. Heute sind es so 8-9 Grad. Das Wasser denke ich auch mal. Die See ist heute ja, relativ ruhig. Sollte also nicht so schwer werden, da reinzukommen. Vor 1-2 Wochen war richtig Wintersturm, da waren richtig hohe Wellen und da war es sehr schwer, baden zu gehen. Ja. Aber generell, ich meine klar, ne, man hat immer so ein bisschen eine Hemmschwelle und denkt sich so, ach, gehe ich da jetzt wirklich rein? Aber es belebt und macht frisch. Das ist das Schöne an der Geschichte. Mit seiner Truppe badet er sonst für einen guten Zweck. Sammelt Spenden für Hilfsorganisationen. Wie eben für den Rostocker Obdachlosenhilfeverein. Ist trotzdem recht frisch. Ich sag mal so, Corona hatte ich noch nie.
deshalb scheint es was zu bringen. Ah, das war herrlich. So, jetzt kann man nur hoffen, dass alles drauf ist. Sonst muss man noch mal baden gehen. Aber ich hoffe mal, ja. Man merkt, es ist richtig anstrengend für den Körper. Ich habe mal irgendwann gelesen, glaube ich, der Gang in die kalte Ostsee ist so effektiv wie 2 Stunden Schwimmbad. Da mag ich lieber den Sport, als 2 Stunden ins Schwimmbad zu gehen. Das ist das Schöne bei dem Mantel, man kann sich überall umziehen. Warm hält er außerdem. Irgendwann wird er bestimmt seine Wohnung kündigen. Da ist sich Jörn ganz sicher. Also man braucht ja einen festen Wohnsitz in Deutschland. Die kann ja zur Not auch bei den Freunden, bei den Eltern sein. Also ich habe viele Freunde, die wirklich fulltime im Auto leben. Und dann halt die ganze Zeit rumfahren, sich irgendwo hinstellen. Und ihre Post dann im Endeffekt zu den Freunden schicken lassen. Ne? Also ich habe dieses Jahr auch, glaube ich, zwischen April und jetzt 20 Nächte oder sowas in der Wohnung geschlafen. Den Rest habe ich immer im Auto geschlafen. Ja. Nur den Himmel über sich, kann in die Landschaft gucken. Also ich finde, es macht auch zufriedener, glücklicher. Man steht eigentlich jeden Tag mit einem Lächeln auf. Also ich mache es eigentlich, weil ich einfach Spaß an dem Filmen habe und am Videoschneiden. Und wenn so ein Video fertig ist, dann freue ich mich immer, dass es gut geworden ist, dass es Spaß gemacht hat, dass man zwischendurch sich hinsetzt und mal irgendwie ein Skript schreibt. Und das ist einfach ein mich erfüllendes Hobby, sozusagen. Ne? Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Drive Heat Sleep. Und wenn es dann noch ein paar Leute gut finden und irgendwie mal ein paar Daumen hoch, Kommentare, wie auch immer, bekommt bei YouTube, dann ist es natürlich auch schön, aber ich mache es nicht primär deswegen. So, wo habe ich das Intro hingepackt? Da. Ja, das passt, aber auf dem... Ja, so, da gehen wir nach. Heute geht es ein bisschen um das Thema Wintercamping. Das packen wir, glaube ich, davor. Als Einstieg direkt. Guten Morgen. Ja, mit dem Tisch ist auf jeden Fall zugewinnen, weil vorher hatte ich das Notebook immer hier oben drauf stehen und dann sitzt man immer hier so schräg und so, das ist irgendwie nichts. Und ich erzähle euch heute mal, warum ich Wintercamping liebe. Man hat seine Ruhe und kann hier wirklich die Nacht und die Natur genießen. Und jetzt ist es wirklich Winter. Morgen beginnt im Baltikpark Markgrafenheide der Weihnachtsmarkt. Tor Nummer 6. Das letzte steht noch nicht so, wie es soll. Angefroren! Oh, du hast keine Kraft. Wir müssen die Tore ein wenig erhöht setzen, damit unser Freund mit seiner Pferdekutsche durchkommt. Christopher ist der Supermarktleiter vom Campingplatz. Ronny war früher Schweißer auf der Werft. Seit diesem Jahr erst hat es mich zur Baltik verschlagen. Und da haben wir uns erst kennengelernt hier, durch die Arbeit. Sonst bin ich für den technischen Ablauf im Spa zuständig. Heißt Kontrolle von Wasser, von der Chemie und all sowas. Und natürlich auch hier und da mal eine Glühbirne auswechseln. Und was sagst du? Schau, Herr Selbst. Der muss höher. Ja, das ja, aber fast. Platten aus dem Auto? Das soll ja schon ein bisschen gleichmäßig aussehen oder schön aussehen, ne? Vielen Dank, Herr Kollege. Paul, wo wären wir ohne dich? Paul, der Dritte im Team, das frage ich mich auch, hat ein Praktikum hier gemacht. Seit einer Woche ist er als Handwerker fest angestellt. Hängt gut, gerade. Hängt gerade, ja? Ja. Sehr schön. Unser jüngster Zugang. Ja. Ganz frisch, seit Montag. Richtig. Wir warten da noch auf was? Auf den Einstand. Und die Wochenende herkommen Sonntag. Ja. Ich bin da. Ja, ich auch. Herzlich willkommen. Und dann können die Gäste morgen kommen.
Das wird alles nur in Folie, ja? In Folie und dann hier so ein schönes buntes Bändchen rum. Alles klar, gut. So, und machst erstmal die Sachen fertig. Das sind die Präsente für die Lose. Gili arbeitet normalerweise an der Rezeption. Morgen verkauft sie die selbstgemachten Plätzchen und Pralinen. Du kannst doch mit Band machen, wenn du möchtest. Schere hast du? Ja, habe ich. Ganz runter. Ja, mach mal jetzt einmal einen festen Knoten und dann eine schöne Schleife. Du hast noch nie Geschenke angepackt? Nee, ich habe noch nie angepackt. Macht meine Frau zu Hause. Dann wird's mal Zeit. Du schenkst doch deinen Kindern. Das bei uns in Indien ist das Frauensachen. Ach, sowas machen die Frauen bei euch? Nee, bei uns ist das nicht so. Die Männer sind nur. Da packt der Mann auch mit zu. So, das machst du jetzt. Nee, nee. Doch, du machst mal. Du musst auch mal lernen. So? Mhm. Du siehst du, gucke. Und ganz alleine. Oh, es geht. Das war einfach. Ein Kunde aus Schweden will heute seinen Bus abholen. Oh, hier passt er nicht durch. Der Sitz muss noch rein. Jens muss sich sputen. Ein kleines bisschen, ja. Weil er nachher kommt. Willst du das ja auch alles noch ein bisschen ordentlich machen? Gedämmt, gefilzt, neues Soundsystem. So eine Standheizung haben wir ihm auch noch eingebaut, dass er in Schweden auch nicht frieren muss. Und wenn immer mit der Zeit im Nacken, das ist schon manchmal sportlich. 2 Wochen hatten sie nur. Geht nicht, gibt's nicht. Hol ich mal einen Computer, ob alles hinhaut mit den Sitzen. Aus der Doppelsitzbank haben sie 2 drehbare Einzelsitze gemacht. Vorsicht. Da die Sitze raus waren, hat er jetzt einen Airbag-Fehler im Auto. Und jetzt lösche ich den Fehler und lese aus, ob alles richtig funktioniert mit den Sitzen. Starten wir mal einmal das Auto, ob die Lampen ausgehen. Aber das sieht schon gut aus, das Airbag-Zeichen ist schon weggegangen. Ja, da wollen wir mal gleich das Ladegerät dranhängen. Ein Glück, wir haben jetzt probiert. In einer Stunde kommt der Kunde. So. Da bin ich sehr gespannt, natürlich. Er hat uns das ja in die Obhut begeben und war, wie gesagt, die ganze Zeit jetzt in Schweden. Und nur übers Telefon, ich denke, er ist auch gespannt. 50 Ferienhütten haben Ronny und Christopher ausgeräumt. Da ziehen die Händler für dieses Wochenende ein. Gut, dass du war. Die Möbel haben sie alle in das provisorische Lager gebracht. Wir suchen von Haus 42 das Sofa, weil das doch wieder rüber soll. Die haben sich umentschieden. Wir möchten doch ein Sofa haben. Ja. Und welches ist es nun? Das hier. Wer hätte es gedacht? Aber sind aber alle nummeriert. Okay, was machen wir hier? Das Regal voller Pralinen steht im Weg. Warum da irgendwie, ne? Bloß nicht umreißen. Das wäre. Oh, dann kriegen wir Ärger mit der Kollegin Dauer. Irgendwas ist immer im Weg. Warte, der hängt irgendwie. Warte. Wie passt sie rum? Ich kann mich nicht fallen, der das Bett stört. Warte, du haust gleich die Pralinen weg. Ich hänge heute nur noch am Bett. Ja, dann guck mal nur zurück, oder was? Ja. Dann wird das nichts. Dann haben wir die Pralinen so. So. Absetzen, Pralinen so, so. Ja, du weißt, wie beschissen das ist. Oben gehen wir nicht durch die Terrasse raus, weil da vorne noch ein Sessel ist. Den können wir wegschieben, oder? Wenn du da durchkommst. Ich komme da hier durch. Hallo? Bring sie mal eine Couch, am besten durchs Fenster. Ja. Vielen Dank. Bitteschön.
Herzlich willkommen. Hallo. Also zwei haben wir schon mal. Mit der Fähre ist er gestern Abend aus Schweden angereist. Der Kunde, ein ehemaliger Rostocker. Sehr gespannt. Vorfreude ist groß. Aber die Jungs werden mich sicherlich nicht enttäuschen. Fee fängt schon an. Sehr gut. Dein Emblem. Deine Rückfahrkamera. Und das ist geklebt jetzt, ne? Der Belag ist geklebt und auch die Platte unter ist geklebt. Was ist das für eine Platte? Extra für Innenraum. Du kannst hier ruhig nasse Sachen raufstellen. Und das habt ihr jetzt auch neu gemacht? Der ist auch neu, wegen der Erhöhung vom Boden. Ja, der erste Eindruck ist immer ganz gut. Aber wir sind ja noch am Anfang. Also was mir schon mal gefällt, ist die Tür. Fast alles machen sie selbst. Eigentlich sollte er jetzt angehen. Vorhin ging er an. Nur die Soundanlage hat ein Spezialist eingebaut. Du, der Kunde ist gerade hier, der Schwede, ne? Und will sein Auto abholen. Und wir wollten ihm gerade Musik vorführen und das Radio geht nicht mehr an. Drück mal ganz links den Knopf, weil du Zündung an hast. Also ein, müssen wir einen Knopf runter. Ja, hab ich schon gedrückt. Aber oder so. Passiert nichts. Lass uns mal alle Türen einmal zumachen und einmal abschließen. Müssen wir mal gucken, ob irgendeine Sicherung vielleicht gekommen ist vom Radio. Dadurch, dass die Batterie auf Minimum war. Da sind erstmal alle gut. Vielleicht hat sich der CAN-Bus-Adapter festgefahren und wir sollen einmal vorne den Massepol abklemmen, dass der einmal quasi heruntergefahren wird und dann wieder rauf und dann einmal neu starten. Das Problem ist ja jetzt, er kommt ja halt auch nicht aus Rostock oder Umgebung, ne, wo man sagen kann, okay, kommst morgen halt wieder und dann gucken wir uns das nochmal an. Ne? Wir brauchen jetzt halt irgendwie schnell eine Lösung. Ah, was hörst du am liebsten? Hier will gar nichts mehr. Schlager? Hä? Schlager? Bist du wahnsinnig. Ja, das ist ein Unterschied zum Original. Vorher war es eine Blechdose. Pass auf, ich bin jetzt. So. Tschüss. Der Schwede will auf jeden Fall wiederkommen. Bett und Möbel sollen ihm die beiden auch noch einbauen. Das sind die größten Kackkeile, die es gibt. Die kriegst du ja nicht reingekloppt. Ja, damit die Tannenbäume nicht umfallen, damit die vernünftig im Fuß drin stehen bleiben. Die wollen nicht rein, da. Funktioniert nicht so. Weiß ich nicht, muss ich neue Keile holen oder sowas. Seit einer Stunde versucht Paul schon, die Tannenbäume aufzustellen. Holzkeile haben die Kollegen immer dazu benutzt. Die sind zu dick alle. Das funktioniert nicht so, wie das sein sollte eigentlich. Weil das hier auseinander alles ist. Muss man alles selber mit Hand machen. Die Halterungen sind seit 15 Jahren im Einsatz und ziemlich ausgeleiert. Nee, nicht so ganz. Weil die Füße sind ja schon ein bisschen älter. Ja. Jetzt steht er. So, ein paar Bäume habe ich noch vor mir. Die ganze Reihe ist nämlich wieder umgekippt. Wir freuen uns auf morgen. Es wird bestimmt ganz toll. Ja, bestimmt. Vor 2 Jahren waren wir das erste Mal hier. Da war aber ja noch Corona. Und dann musste jeder sich testen lassen. Und das war natürlich für die Besucher sehr anstrengend. Es waren trotzdem Leute da. Und das war unser erstes Mal. Und wir haben gesagt, gerne wieder. Schon das ganze Ambiente hier ist ja so toll. Also die Fliesen, die stehen dann nachher hier auf so einem großen Ständer. Das sind so... Hier so eine Natursteinfliesen mit verschiedenen Motiven. Guck, das ist, was ich neu gemacht habe. Das sieht sehr schön aus, ja. Und das leuchtet. Das ja. Mit Batterien. Okay. Schön, ne, Tante Susi? Ja. Das sind ja die Natursteinfliesen, die werden mit dem Bild meiner Wahl beklebt. Guck mal, die beiden Fotos, die hat sie jetzt gerade im Oktober erst gemacht in Norwegen. Und da habe ich gedacht, die Bilder finde ich so schön. Und da habe ich das auf die Fliese gebracht. Ja, das ist das, was ich gemacht habe. Oh, das ist ja auch süß. Die Frauen in der Familie basteln die Ware.
Der Mann sorgt für die passende Beleuchtung. Ich suche eine Lichterkette für drinnen. Die hatte ich extra noch dafür gekauft, aber die finde ich jetzt nicht. Die mit Stern und so ein Halbmond. Hm. Komisch. Ich weiß auch, dass ich sie eingepackt habe. Sag mal, kann das sein, dass sie schon reingekommen ist? Das ist die. Und bei der ist es so, die ist von Ikea, die gibt es aber nicht mehr. Das sind auch Sterne, die verändern sich ständig die Farben. Erlösen wir mal. Jedes Jahr kauft er neue Lichterketten in Skandinavien ein. Wir fahren gerne nach Norwegen, die gesamte Familie. Wir waren gerade oben, meine Eltern waren im September. Und wir waren jetzt mit dem Camper oben. Ja, mal gucken, wo wir anfangen, ne? Minus 12 Grad hatten wir eine Nacht. 4 Meter, glaube ich, war die, ne? Eigentlich reicht es auch, wenn du die auch vorne rumweg, wenn wir die vielleicht an diesen Pfosten dann hier, ja, ja, und dann da runter. Ja, genau, aber ich glaube, das ist zu lang. Mal anhalten. Da sind wirklich nur einheimische Norweger noch mit ihren Wohnmobilen unterwegs. Und gerade das ist das Schöne da dran. Wir stehen auch nicht auf Campingplätzen, sondern wir stehen immer in der Natur, im Wald oder so. Und das ist auch alles ein bisschen schwierig, wenn man das im Sommer macht. Da ist alles sehr voll. Ihr Haus in Rostock ist auf Instagram eine Berühmtheit. Das Weihnachtshaus. Ui. Keine Ahnung, das machen wir schon immer. Das haben wir noch, als wir in der Wohnung gewohnt haben, haben wir das immer schon gemacht. Und das ist schon immer aufgefallen. Cool aus. In Kühlungsborn gibt es auch einen kleinen Adventsmarkt. Hallo. Die Kummers besuchen ihn, bevor sie übermorgen wieder nach Hause fahren. Na dann los. Hanna will basteln. Schönes hin. Bastelecke, na, wollen wir da mal hin? Das habe ich auch gelesen. Ja. Wo ist die Bastelecke? Ja, soll ich Ihnen das mal zeigen? Gerne. Ja, dann kommst du mal mit mir mit. Hallo. Ja, Rico. Heißt du? Hanna. Hallo Hanna. Ja, hast du schon eine Idee? Hast du schon Lust, was du machen möchtest? Ich wollte mit meinem Papa den Weihnachtsmann basteln und Rentieren. Ja, klar können wir das. Im Wohnwagen haben wir auch immer Bastelsachen. Das mussten wir uns alles zulegen, weil sonst schnippelt sie uns alles kaputt und klebt. Und zu Hause ist sie nur am Basteln. Ja gut, du nimmst alles mit. So, komm, was habe ich dir denn? Mama, ich denke, können wir das dem Weihnachtsmann schenken. Kannst du auch. Die Augen musst du noch anmalen. Ja, die brauchen wir noch Augen, oder? Ja. Braune Schokoaugen. Enrico? Ja. Schokoaugen. So wie Papa. Papa hat auch braune Augen. Ich springe genau gleich. Ja. Wollen wir dem noch rote Lippen verpassen? Ja. Wo ist der rote Stift? Hier runtergefallen. Hier liegt der. Weihnachtsmann, ja, cool. Ich schenke das. Oh, das finde ich auch süß. Wenn das fertig ist. Super. Einmal frei. Ich habe auch mitgemalt, ne? Nur fürs Protokoll, dass du an meine Geschenke denkst. Sie denken an Geschenke. Guck mal, die kriegen Lian. Ja, ich halte ihn für Lian. Ja. Nicht fallen lassen, ne? Eins nach dem anderen. Siehst du, deswegen habe ich gesagt. Gut, dass es nur Plastik ist. Oh Mann. Ein Wohnwagen. Der ist am Jäger, oder? Den passenden Baumschmuck für Weihnachten im Camper nächstes Jahr haben sie jedenfalls schon. In Rostock hat Christoph für seine Huffcamp-Belegschaft einen Cocktailkurs gebucht. Auf geht's. 3 Stunden Weihnachtsmarkt haben sie schon hinter sich. Ist das Huffcamp vollzählig? Ja! Einfach durchzählen! Setzt euch doch. Ja, mach dein Ding. Herzlich willkommen hier zum Cocktailkurs im Bunker, in der Cocktailbar. Wiki Waki Wu nennen wir das immer. Ich habe jetzt ein Aperitif für euch vorbereitet. Wo ist hier die ältere Generation? Wir sagen einfach dem Team gegenüber Dankeschön, dass es diese Saison so super geklappt hat. Und motivieren sie damit natürlich, dass es dieses Jahr umso besser klappt. Ne? Das ist Johannes B. Likör mit Sekt. Mhm. Auf Eis, heißt Kir Royal. Und wir haben einen alkoholfreien, das ist einfach Sirup. Sagt Bescheid, wenn ihr ausgetrunken habt, dann fangen wir mit dem ersten Cocktail an. Nochmal auf die schöne Saison, Leute. Ne? Es war mir ein Vergnügen, Ubi. Rezepte für 5 Cocktails und wie man sie mixt. Was Neues für die Beachbar in der nächsten Saison. Alkoholfreie Mixgetränke, Cocktails. Du weißt, man muss auf alles vorbereitet sein. Oh, seid ihr soweit? Ja. Ja. Sieht natürlich gut aus. Hört jetzt gut zu. Das ist wichtig für nächstes Jahr. Rüdiger?
Dein Job. Zitronensaft. Tequila Sunrise. Ja! Und ihr habt alle so Messbecher. Jigger heißt der. Den schmeckt ja, der trinken. Der große ist 4cl, der kleine ist 2cl. Wir machen mal mit. Wir machen mit 4cl, ne? Ihr macht 4 bis 6 Eiswürfel. 4 bis 6. 4cl Tequila rein. Also praktisch das große Ding, ne? Wir hatten noch mehrfach Leute, die sagten, schwangere Frauen, hast du was Alkoholfreies? Da guckst du einfach, was passt ein bisschen zusammen. Mit Apfelsaft und hier und da, ein bisschen Johannisbeersaft. Das Ganze ist auch ein farblich schönes Bild. So, ich habe noch ein bisschen Grenadine und das machen wir so lässig drüber. Was ist Grenadine? So ein Sirup aus Granatapfel. Granatapfel ist ein roter Apfel, den kennst du. Es sieht jetzt so aus wie ein Sonnenaufgang. Genau. Untergang. Aufgang. Kann ja in Englisch. Was heißt Sunrise? Und dann gibt's noch einen Strohhalm rein, ne? Und wenn ihr wollt, könnt ihr ein bisschen rühren, ne? Oh, das ist lecker. Ja. Durch die Süße und so leicht bitter oder diese Säure, das hebt sich so ein bisschen auf. Ja. Das ist ein gutes Cocktail. Also sind alle mit Alkohol, ja. Und teilweise nicht mit wenig, das stimmt. Aber es ist ja eine lustige Truppe heute. So. Becher für jeden. Oh, schicker. Oh, schicker. Können wir mal beiden Seiten abnehmen? Ja, alles gut. Ich möchte auch schicken. So, schicker. Ja? Das Ding hat drei Teile. Drei. Drei. Und ihr müsst nachher das so machen. Ein Teil, zweites Teil, drittes Teil. Erst das, dann das. Aber so rum. Ja, genau. Okay. Genau. Also wir nehmen den Shaker, wir nehmen uns Eis, wieder so zwei bis drei. Was machen wir denn jetzt? Pina Colada. Oh, Pina Colada. Mag so, ich nicht. 4cl Sahne. Mag's nicht? Doch. Na gut, hier. Das Kaffeesahne? Und jetzt habt ihr ja den Shaker. Und jetzt machen wir bis zu dem Ding. Bis zum dritten Punkt? Ananassaft. 4cl. Ja. Wie schickt man richtig? So. Rüdiger? Hier, so schickt man richtig. Ja. Das ist genau meine. Ich habe noch einen Dekusch. Und wir sind frohen Mutes, muss ich mal ehrlich sagen. Also, wir hoffen, oder Leute, wir hoffen, dass das jetzt nächstes Jahr eine schöne Saison wird. Entspannter für alle, mit mehr Sachen, die wir brauchen, um Leute bei uns zu halten. Wird super, hoffentlich, ne? Ganz einfach. Kaipi. Aber pass auf, ihr könnt den auch mit was anderem machen. Die Limetten sind geachtelt. Ich mache ein paar Limetten rein. Das ist schon 10. Das ist eine Limette. Ja. Die ist auch geachtelt. Ja, genau. Also P2, Limette, da kommt nichts mehr dazu. Das war's? Ja. Da kommt nichts mehr rein? Nee, das Wasser ist das Eis. Ach so, okay. Möchtest du noch eine coole Decoration hier? Für die Cocktails, die wir machen, das ist alles kein Hexenwerk. Das könnt ihr alles bei euch auch machen. Eben deswegen sind wir hier. Ja, ja. Das ist okay. Also das ist alles. Ne? Und am besten natürlich, wenn du wenig Zutaten hast, bei allen Cocktails. Limetten kannst du auch immer wieder verwenden. Richtig. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit zum Üben. Am 1. April beginnt die neue Huff-Camp-Saison. Heute ist Weihnachtsmarkt in Markgrafenheide. Die Rostocker Bastelfamilie hat in ihrer Hütte übernachtet. Wir hoffen das, dass sie sich bei dem schönen Wetter raustrauen und vorbeikommen hier. Das ist ein guter Platz. Also wir haben ja noch keine Erfahrung so wirklich, nur von dem einen Mal. Und wir sind ja froh, dass wir hier reingekommen sind. Und wir machen eigentlich mehr Familienurlaub. Und nebenbei fällt vielleicht was ab. Ne? Wann habe ich mal Zeit, so auch mit meiner Tochter und Schwiegersohn und meiner Schwester mal 3 Tage zu verbringen? Ne? Im normalen Alltag geht das kaum. Ne? Hast du die letzten Handgriffe gemacht? Aber 10 Uhr geht's ja los. Und viele kommen dann auch schon ein paar Minuten runter. Und ich muss die Pralinen auch noch drauflegen. Und weißen Glühwein mit Pfeffer gibt es nur hier. Der die ganze Nacht gezogen hat, dann schmeckt er besonders lecker. Wir haben gestern schon mal vorgekostet. Oh Gott, hier ist ganz warm. Jetzt schon. Haben sie die Schilder vergessen. Jetzt gibt's Musik. Nicht gut. Das löst immer einen Druck aus.
man gleich fertig sein muss. Die habe ich schon, die habe ich schon. Über 20 Grad sind es hier drin. Von jeder Pralinensorte bietet Geli erstmal nur eine kleine Auswahl an. Die Hütte nebenan ist extra nicht beheizt. Die nutzt sie als Lager. Ich kriege die jetzt nicht unter und ich kann die jetzt irgendwo dahin stellen. Drüben im Haus ist so warm. Und die hole ich mir dann immer nach und nach, wenn ich die brauche. So, die habe ich schon. Jetzt brauchen wir die hier. Das ist die Weihnachtspraline mit dem Stern. Es ist wie immer. Schon vor um 10 sind die ersten Gäste da. Viele sind extra mit ihrem Wohnmobil übers Wochenende angereist. Wir wissen es doch nicht. Also wir schauen gerade mal ein bisschen was Exotisches. Na, wenn Sie was Exotisches suchen, dann kann ich Ihnen das Puff Puff empfehlen. Hier, diese Indianerbanane. Das sieht aus wie eine Mango, schmeckt nach Banane innen drin. Das ist was Exotisches. Nehmen wir auch jetzt mit. Ne, was man nicht kennt jetzt. Dann gerne auch da eins. Und noch ein viertes. Also dann haben wir den Zehner voll. Viele sind sehr interessiert und gehen erstmal rum, sind überfordert eigentlich mit dem vielen Angebot. Ne? Nee, wir wollen jetzt, und kommen dann nochmal wieder. Ne? Schön. Na denn. Also macht's gut, ne? Ja, tschüss. Lassen Sie schmecken. Tschüss. Ein oder zwei? Drei, vier. Ja, wir kommen aus Quedlinburg, also in der Nähe von Quedlinburg, und wir wohnen jetzt ein Jahr erstmal hier. Wir haben Jahresplatz genommen. Egal welche Farbe? Ja, das ist egal. Nehmen wir von jedem eine, ja. Ich denke, da müssen wir auch bezahlen. Ja, ja. Dann haben wir einmal die Kekse. Die nimmst du. Und dann hätte ich eine Rede von hier eins und von deinem eins. Das würde ich gerne noch wussten. Wir waren schon mal hier, aber das ist schon Jahre her. Das ist jetzt schon der zweite. Hm. Welche soll es noch sein? Diese hier? Ja, so eine dunkle, ja. Plätzchen und Pralinen sind wieder der Renner. Und von den Bratwürsten gehen heute locker 2000 weg. Wo haben Sie den denn? Aber kein Lose. Den gibt es da, wenn man Lose kauft. Danke. Bitte schön. Wir wollen ja ganz viel. Jedes zweite Los gewinnt. Da kann man sich durchwundern, ja, wenn man die Lose gewinnt. Wissen Sie, wo die Pilzpfanne ist? Sehen wir, wir haben die Pilzpfanne, beide Pilzpfanne gewonnen, Cap gewonnen, Mutzen gewonnen. Jawohl. Immer zum Essen. Schön. Und da drinnen in der Tenne, da gibt es Schnitzel mit Pommes. Und so viel kann man gar nicht essen, wie man hier gewinnt, wenn man viele Lose kauft. Dort passt nicht. Also hier. Auf die staunenden Gesichter der Kinder freut sich Gunnar Lange jetzt schon. Hier so ein Drehkarussell noch, ne? Und diese Wackelplatten hätte ich gerne noch. Genau, ne? Das ist Karussell. Also wir stehen jetzt so. Genau. Da ist das Karussell, kommt hier vorne hin. Das wollen wir noch haben. Und wir erweitern noch hier hinten um Hüpfplatten. Ja. Deswegen. Und Sie wollen ja auch noch rumfahren. Nee, können. Das ist so, dass ich auch noch mal mit dem Radlader hier rumkommen und dass wir genau. Das eben auch pflegen können. Die wollen wir noch mal messen? Genau, wir müssen noch mal messen. Wir müssen noch mal messen, das genau. Ist wichtig. Ganz damit genau. Es gleich wieder weitergeht mit unseren Bauarbeiten. Sicher muss der Spielplatz auch sein. Der Fallschutz noch. Erst dann kann ihn die Projektleiterin freigeben. Gucken Sie mal, wir stellen die mal hier so hin. Genau. So würde das aussehen, praktisch. Genau. Als Zugang zu diesem Kletterelement. Kletterelement. Das wäre aber auch die einzige Stelle, wo ich es Ihnen raten würde. Dort drüben, wo wir es erst wollten, würde ich es nicht machen, weil sonst kommen Sie nicht mehr rum. Nee, alles super. Das Wetter hat uns jetzt natürlich ganz schön überrascht. Und jetzt müssen wir bloß sehen. Aber wir kriegen das alles irgendwie hin. Nächste Woche soll ja Tauwetter kommen und dann geht's rund hier. Aber es sieht doch erstmal schon mal schön. Und die neue Campingplatzattraktion lassen Sie sich richtig was kosten. Denke ich mal schon, ne? Eine Viertelmillion stecken Sie in den Kinderspaß. Für Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich find's persönlich sehr schön, weil... Ja.